So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fange einfach mal an, bis die Herren hier alle verkabelt sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich sehr, dass Sie in so großer Zahl hier sind. Herr Wascher und ich hatten die Ehre, heute nach Krotzing zu fahren hin und her. Da haben wir gesagt, na, hoffentlich ist die Hütte überhaupt heute Abend voll. Es ist so warm und so viel Sonne und da hat man eigentlich Besseres zu tun, als hierher zu kommen. Aber das kann nur die Attraktivität der Redner sein. Ich komme gleich auf Sie nochmal zurück. Ich habe eine negative Nachricht, es beginnt gerade zu regnen. Das heißt also, das Gartenfest können wir nicht machen. Der arme Herr Wascher muss jetzt umräumen. Und die Beköstigung machen wir in der Bibliothek, die auch inzwischen halb voll ist oder dreiviertel voll ist. Also wir haben da unten eine Live-Übertragung, großartiger Erfolg. Und das macht mir den Einstieg natürlich auch ganz leicht. Eigentlich hatten wir was anderes vorgesehen. Ich hatte mich auch für heute Abend entschuldigen lassen, aber dann erschien mir das heute im Laufe des Tages doch so wichtig, dass ich Herrn Wascher gesagt habe, nee, ich mache das selbst, ich komme da, will da hin, weil ich gerne rüberbringen möchte, dass das Universitätsklinikum Freiburg natürlich in ständiger Bewegung ist und voranmarschiert, aber eben auch stolz ist, wenn sie so neue Berufene und schon ältere Berufene, aber Themen hier platzieren kann, für die wir meinen, dass UKF wirklich steht. Wir haben ja Kardiologie lange gemacht, wir haben ja auch Neuro, aber Gastroenterologie ist auch so ein ganz wichtiges Thema, was ganz im zentralen Interesse des Universitätsklinikums steht. Und ich hätte ja jetzt die Gelegenheit, endlich mal auch zur Sache was zu sagen, denn die Themen, die hier dargestellt werden, waren auch mal meine Hausnummern. Aber das mache ich natürlich nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Was ich gerne machen möchte, außer dass ich sage, wie wichtig die Gastroenterologie für uns ist, ist, dass ich Ihnen zuerst, und Herr Timme wird verzeihen, Herrn Fichtner-Feigl vorstellen, weil er neu ist, Sie kennt man hier schon, Sie gehören ja schon lange zur Familie. Herr Fichtner-Feigl ist neu berufen, er ist Nachfolger von Herrn Haupt und er hat diesen historisch unglaublich wertvollen chirurgischen Lehrstuhl übernommen und ich gucke immer mal, Chirurgen sind immer historisch irgendwie orientiert und gucken immer, wer war denn mein Vorfahre und wenn man da in die Genealogie des Lehrstuhls guckt, da erschaudert man schon als Chirurg, da war ein Czerny, der war leider nur kurz hier, der ist dann nach Heidelberg gegangen, das gibt's ja sonst gar nicht mehr heutzutage. Herr Kraske war hier, Herr Kraus, Hermann Kraus, den Sohn, und den habe ich auch noch erlebt, aber den Sohn habe ich sehr gut gekannt, mit dem habe ich mal die Studentenbude geteilt. Herr Schweiger war natürlich lange Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, deswegen sehr berühmt. Sein Neffe ist übrigens der Nuklearmediziner in München. Herr Fahrtmann, gerade verstorben, von uns allen sehr verehrt und beweint, sage ich mal, und jetzt eben der Fichtner-Feigl. Das ist immer eine ganz schwierige Situation, richtige Persönlichkeiten für die richtigen Positionen zu wählen. Da gibt sich die Fakultät auch enorm viel Mühe und das dauert auch lange Zeit. Und auch hier ging die Diskussion rauf und runter, aber nicht nur, dass wir damals schon überzeugt waren, dass wir den richtigen Partner hierher geholt haben. Seitdem er hier ist, überzeugt er uns jeden Tag wieder neu. Ich habe das ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass die chirurgische Klinik, die unter Herrn Haupt eigentlich schon am oberen Limit war und agierte, noch mehr Steigerung erfahren konnte, noch mehr Patienten. Wir sind über Wochen im Voraus ausgebucht oder man muss sagen, Herr Fichtner-Feigl, ich habe nichts anderes zu tun, als ihm neue Ressourcen zu besorgen, ich muss ihm irgendwo Betten besorgen, einen neuen OP, will er haben und alles Mögliche. Aber das machen wir natürlich gerne. Das ist also ein wirklich gelungene Synthese und er ist hier extrem willkommen und ich darf seinen Äußerungen, wir sprechen unter Chirurgen manchmal abends ein Stündchen, entnehmen, dass er auch gerne hier in Freiburg ist und auch seine Frau sich hier wohlfühlt. Vorgestern hat er mir vorgeschwärmt, wie schön sie wohnen und wie das gelungen ist. Also wir haben keine Sorge, dass er schon wieder unruhig wird. Alles bestens. Ich muss Herrn Fichtner-Feigl auch sehr danken. Er hat einen ganz eleganten Übergang von Herrn Haupt hergestellt. Das liegt natürlich auch an Herrn Haupt, den man da auch sehr loben muss. Aber ich habe selten einen Lehrstuhlwechsel so smooth und so harmonisch und so gut vorbereitet erlebt, wie hier in der chirurgischen Klinik.
Die Schwerpunkte von Herrn Fichtner-Feigl werden Sie ja gleich sehen. Er ist in erster Linie Leberchirurg, aber natürlich Viszeralchirurg von oben bis unten. Wenn wir jemanden herholen, der einen Schwerpunkt Leberchirurgie hat, dann haben wir natürlich Hintergedanken. Das heißt, wir wollen natürlich unbedingt wieder hier in Freiburg auch Lebern transplantieren, auf Dauer gesehen. Heute ist das Verfassungsgerichtsurteil gekommen, also keine Revision. Das Urteil von Göttingen gilt jetzt. Ich weiß noch nicht so richtig, ob das uns zum Vorteil gereicht, Herr Fichtner-Feigl, oder eher nicht. Das müssen wir mal ausloten. Aber da müssen wir jetzt wieder aktiv werden und das können wir auch mit großer Überzeugung machen. Herr Fichtner-Feigl kommt aus Regensburg, das ist Ihnen ja auch bekannt, aber vielleicht nicht immer, aber ist halt eine alte Kaiserstadt, also für einen, der in München sozialisiert worden ist, wie ich, ist Regensburg natürlich eine ganz wichtige Metropole. Herr Fichtner-Feigl kommt von Herrn Schlitt, ausgewiesener Leberchirurg, aber wenn man das noch deutlicher sagen will, Sie entstammen sozusagen indirekt der Pichelmeier-Schule und das ist ja nun die Schule, die überhaupt Leberchirurgie und Lebertransplantation hoffähig gemacht hat und in den Kliniken eingeführt hat. Also ich glaube, ich habe jetzt genug gelobt, Herr Fichtner-Feigl. Sie waren, und das war auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt in unseren Überlegungen, wohl der ideale Partner auch für Herrn Timme. Natürlich hätte Herr Timme sich auch noch andere Dinge vorstellen können, aber er ist ganz überzeugt gewesen, da kommt der richtige Mann, mit dem kann ich hier gut kooperieren. Und solche Kooperationen muss man auch pflegen und hegen. Herr Timme ist ja ein hochrenommierter Hepatologe. Sie wissen, er ist Nachfolger von Georg und Blum, also entstammt einer ja, unglaublich großen Schule, bedeutenden Schule, das muss man wirklich sagen. Er ist Leiter des sogenannten Gerock-Leberzentrums, das ist das größte Leberzentrum in Deutschland, also er weiß, wovon er redet und worum es da geht. Er ist sehr, sehr forschungsaktiv, aber auf der anderen Seite auch im klinischen Alltag mein wichtigster Ansprechpartner. Ich werde immer noch von vielen Patienten angerufen, wo soll ich hin, was soll ich machen. Und zunächst ist immer Herr Timme mein Ansprechpartner, dann muss er die sich erstmal ansehen und gucken, was man da wohl machen kann und was das Richtige ist. Er hat 13 Millionen Drittmittel in dieser Zeit seiner ärztlichen oder leitenden Tätigkeit hier einbezogen. Das ist ganz außergewöhnlich, muss man sagen. Darauf kann nicht nur er stolz sein, sondern das ganze Klinikum ist sehr stolz auf ihn, dass wir so einen namhaften und so hoch erfolgreichen Player in unserer Mitte haben. Ich habe die Berufungsverhandlung mit Herrn Timme geführt und natürlich war ich zu weich wieder. Ich habe ihm alles Mögliche versprochen, wenn er hier bei uns bleibt. Ich habe noch nicht alles erfüllt, aber ich sage es nochmal offiziell, der Rest kommt noch, Herr Timme. Was wir aber erreicht haben, ist, dass Sie eine jetzt, glaube ich, sehr gut etablierte Endoskopie aufgebaut haben. Die Endoskopie war ein bisschen ein Problemkind, als ich hierher kam. Es gab zwei Endoskopien, die auch, sage ich mal, rivalisierten in der chirurgischen Klinik und in der Gastroenterologie. Das war natürlich nicht gut und Doppelvorhaltungen sind immer teuer für ein Klinikum. Also das will man möglichst nicht haben. Und mit dem Neubezug des sogenannten Anbau Nords war es ja dann möglich, auch die Endoskopien räumlich zusammenzuführen, aber damit waren sie eigentlich personell inhaltlich noch nicht zusammengeführt. Das hat dann Herr Timme erst geschafft und gemacht und da waren wir uns auch ganz einig, da ging es ja leider immer auch ums Geld. Wir brauchten einen Neubeginn der Endoskopie, wir mussten eine externe Berufung machen, um möglichst auch die neuesten Technologien, die verfügbar sind, hier anbieten zu können. Das ist jetzt gelungen, Herr Schmidt, Sie werden, wenn Sie zur nächsten Vorlesung kommen, glaube ich, ihn auch kennenlernen können. Er wird dann hier sich vorstellen und reden und damit ist eigentlich die Endoskopie jetzt on the top, muss man sagen. Wir haben das Spitzenniveau erreicht, es gibt natürlich auch andere Spitzenniveaus in Deutschland, aber das ist sehr, sehr gut, dass das so gelungen ist. Zum Schluss bleibt den beiden Herren es noch ein Anliegen, dass die Onkologie der soliden Tumoren noch stärker herausgearbeitet wird und noch sichtbarer wird und noch mehr Patienten diesen Anlaufpunkt hier in Freiburg aufsuchen. Das haben wir auch fest auf der Agenda. Und ich habe heute gerade wieder ein langes Gespräch mit dem CCC geführt, dass wir uns da bewegen müssen und auch bewegen werden.
Ich kann jetzt noch nicht sagen, wann, aber das wird ganz sicher auch der Fall sein. Und dann sind wir eigentlich ganz gut abgerundet, dann haben wir alles beieinander. So, ist langweilig, was ich Ihnen erzähle, trotzdem müssen Sie das hören. Ich bin gehalten, immer Reklame fürs Klinikum zu machen, egal wo ich auftrete, das gehört dazu. Habe ich noch was Organisatorisches zu sagen? Habe ich nicht. Sie wissen, Sie finden Ihr Bier und Ihren Wein in der Bibliothek und nicht draußen. Ich lade Sie nachher schon zu diesem Untrunk ein und danke Ihnen nochmals sehr, dass Sie so reichhaltig erschienen sind. So voll war die Bude lange nicht mehr, Herr Timmel. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Siebert, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es ist auch sehr schön, dass wir mal Gelegenheit haben, über die Leber zu sprechen, denn es ist natürlich ein fantastisches Organ. Es ist 1,5 Kilogramm schwer, es ist die größte Hormondrüse, die wir in unserem Körper haben, ist ganz zentral gelegen und trotzdem fühlt es natürlich ein bisschen ein Schattendasein. Das Herz zum Beispiel hat natürlich ein gewisses Appeal, das ist gerade hier drüber abgebildet. Und zum Beispiel, ich erlebe das selber, dass meine eigene Tochter mich immer wieder mal so nach in größeren Abständen etwas skeptisch fragt, warum ich mich eigentlich so für die Leber interessiere. Und darum freue ich mich umso mehr, dass auch die Badische Zeitung ganz klar feststellt, dass die Leber doch eigentlich das Kraftwerk unseres Körpers ist. Sie hat sehr, sehr viele Aufgaben und die kann man so schnell eben nicht erfüllen. Wenn Sie sich vorstellen, wir sprachen gerade vom Herz, wenn das Herz nicht pumpt, dann kommt die Herz-Lungen-Maschine und man kann trotzdem weiterleben oder ein künstliches Herz. Wenn die Niere ausfällt, dann kommt die Dialyse. Wenn die Leber ausfällt, gibt es keine weiteren Möglichkeiten. Bis heute hat man es nicht geschafft, die vielen Funktionen der Leber außerhalb des Körpers zu ersetzen. Dafür ist die Leber einfach zu komplex. Und warum? Ein anderes bekanntes Blatt, zum ersten Mal, glaube ich, in der Laufbahn, dass ich diese Zeitschrift hier zitiere, aber ich fand diese Abbildung doch sehr, sehr interessant, weil sie Ihnen verdeutlicht, was die Leber alles kann. Also, sie ist Säurefabrik und Säuretank. Sie ist ganz entscheidend für die Entgiftung. Das sehen Sie hier nochmal dargestellt. Sie können sich vorstellen, alles, was aus dem Magen-Darm-Trakt kommt, geht in die Leber und wird in der Leber verstoffwechselt. Und wenn die Leber nicht mehr arbeitet, nicht entgiftet, dann kommen die Gifte in den großen Kreislauf und man wird müde. Eine sogenannte hepatische Enzephalopathie. Es werden eine ganze Reihe von Stoffen der Leber gespeichert. Es ist verantwortlich für den Umbau der Nährstoffe. Es hat Kontrollstellen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Abwehrorgan, was viele gar nicht wissen. Eins der zentralen Abwehrorgane, weil alles, was auch an Giftstoffen, an Erregern mit der Nahrung zu uns kommt, das muss ja bekämpft werden. Und auch das tut die Leber. Also hier die Polizeiwache soll das ein bisschen darstellen. Und dann ist da noch was an der Leber, was äußerst wichtig ist und das auch wichtig nachher vielleicht für unseren Chirurgen, nämlich, dass es zwei unterschiedliche Blutzufuhren gibt. Einmal von der Hauptschlagader und einmal aus dem Darm. Also aus dem Darm kommen die ganzen Nährstoffe, aber dann wird die Leber noch zusätzlich versorgt, eben über die Hauptschlagader und das können wir nutzen. Und das werde ich Ihnen nachher noch einmal zeigen. Nun, wir haben ja so plakativ nach auch einem berühmten Buchtitel gesagt, die Leber wächst mit ihren Aufgaben und sie wächst wirklich. Dazu wird Herr Fichtner-Feige gleich noch viel mehr sagen, aber dass sie wächst, ist schon lange bekannt, schon Prometheus, die berühmte Geschichte über den Kaukasus gebunden und über Nacht kommt der Geier und frisst die Leber zur Hälfte weg und am nächsten Tag ist sie wieder da. Ganz so schnell ist es nicht. Der Chirurg muss meistens ein bisschen länger warten, bis sie wieder gewachsen ist, aber sie wächst wirklich nach. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz zentral. Und dann ist da noch was wichtig für uns in der Klinik. Wir können die Leber relativ einfach evaluieren. Wir haben verschiedene Werte, die uns zeigen, ob die Leber funktioniert. Als allererstes die sogenannten Transaminasen, das kennen Sie vielleicht von verschiedenen Untersuchungen. Die Transaminasen sind Enzyme, die sind nur in der Leber. Und wenn Leberzellen kaputt gehen, können wir die Transaminasen erhöht in der Leber nachweisen. Wir sagen dann, der Patient hat eine Hepatitis. Wir können aber auch ganz genau sagen, ob die Leber gut arbeitet. Da machen wir Albumin und Quick. Und wir können auch die Exkretionsfunktionen angucken, also das Bilirubin. Und das ist noch was wir ganz leicht machen können, nämlich einen Ultraschall.
Das heißt, wir nehmen einen Schallkopf, gehen auf die Leber und hier sehen Sie eine gesunde Leber des zuständigen Oberarztes des Ultraschalls. Und so sieht eine kranke Leber aus. Also, Sie haben gerade die Leber gesehen, wie homogen, und hier eine kranke Leber. Die Oberfläche ist nicht ganz gerade und das Schwarze hier ist Bauchwasser. Also das ist dann eine fortgeschrittene Lebererkrankung, die Leberzirrhose. Und darum geht es uns ja, uns Ärzten, dass wir eben uns um die Erkrankung der Leber kümmern. Und das Allerwichtigste, was wir wollen, ist, wir wollen verhindern, dass eine chronische Entzündung der Leber langsam fortschreitet zur Zirrhose. Hier unten sehen Sie ein Beispiel als Zirrhose. Das ist eine gesunde Leber, das ist eine Zirrhose. Können Sie sich vorstellen, wie dieses labige, kompakte Gewebe, was fest ist wie ein Stein, ganz viele Probleme machen kann. Und der Auftrag, den wir haben, ist, die Patienten und Sie alle und jeden von uns zu erwischen in der Zeit, wo er über viele Jahre, Jahrzehnte erhöhte Leberwerte hat. Und dann kann man im Grunde verhindern, dass er eine Leberzirrhose hat. Und die Leberzirrhose ist nicht selten. In Deutschland haben bei Obduktionsergebnissen 10% und mehr der Patienten eine Leberzirrhose. Es ist sehr, sehr, sehr häufig. Es ist eine Volkskrankheit. Und deshalb müssen wir die Patienten eben früh erwischen. Wir müssen die erhöhten Leberwerte, und das ist vielleicht die allerwichtigste Botschaft von heute, wenn man erhöhte Leberwerte feststellt, bitte abklären. Immer wieder hören wir, der Patient hat über 10, 20, 30 Jahre erhöhte Leberwerte und nimmt sie nicht so richtig ernst. Er sagt, wir wohnen doch hier im schönsten Teil Deutschlands, ein Weinanbaugebiet, da gehören leicht erhöhte Leberwerte zum guten Ton. Das ist ganz häufig richtig, aber wenn doch was anderes dahinter steckt, sollten wir das doch wissen. Zum Glück wird auch immer wieder in der Presse mal Werbung gemacht. Sie wissen, immer wieder bekommt irgendeine berühmte Persönlichkeit eine Leberzirrhose. Vor einer Woche habe ich gelesen, Nadel hat eine Leberzirrhose bekommen. Ich weiß gar nicht, wer Nadel ist. Ich weiß, ob das jemand weiß im Raum. Ist out. Die ehemalige Partnerin von Dieter Bohlen sei das. Aber es gibt Berühmtheiten, Ich wusste, dass Herr Professor Siebert es wusste. Er hat sich gerade nicht geäußert. Er kannte Frau Nadel. Herr Professor Siebert, kennen Sie diese Person? Das ist natürlich ein berühmter Partner, also ein berühmter Persönlichkeit, die eine Leberzirrhose entwickelt hat. Das ist Herr Beethoven. Und da gibt es tolle Zeichnungen, wie er wirklich auch erkennbar mit einer Lebererkrankung gelebt hat. Also eine häufige Erkrankung, die wir wirklich ernst nehmen müssen. Und warum? Weil es Feinde gibt. Und was sind die Feinde? Und der Grund vielleicht, warum die Leber immer so ein bisschen ein Geschmäckloch hat, ist, weil es so stark mit Alkohol assoziiert wird. Und natürlich macht Alkohol, wenn man es zu viel trinkt, eine Leberzirrhose. Aber auch vieles andere, wie Viren, wie Ernährung, angeborene und Autoimmunerkrankungen. Und darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Aber natürlich, wenn man über den Alkohol spricht, kommt immer die Frage, stimmt das denn mit dem Alkohol? Es gibt genau wie als Beispiel Helmut Schmidt, der hat doch sein ganzes Leben geraucht und keinen Lungentumor. Ich glaube nicht, dass Nikotin Lungentumor macht. Es gibt genug Menschen, die man kennt, die trinken doch nicht wenig und regelmäßig und bekommen keine Leberzirrhose. Aber es gibt wirklich tolle Daten, dass Alkohol, wenn man es verbietet, auf eine ganze Gesellschaft einen riesen Einfluss hat. Und das war die Prohibition in den USA. Es fällt einem ja beim Zugucken schwer, wenn man sieht, wie dieser schöne Schnaps in Gulli geht. Aber nichtsdestotrotz, und auch hier, ich meine, selbst die Damen haben mitgemacht. Sie sehen an dem Schild, da sagen sie, Lippen, die jetzt hier Alkohol trinken, die dürfen uns nicht mehr berühren. Wenn man sieht, wie grimmig die Damen gucken, weiß ich nicht, wie stark das ein wirkliches Abschreckungsmanöver ist. Aber es hat gewirkt. Die Prohibition, Sie sehen es, wenn man den Alkoholkonsum in den USA anguckt, über ein paar Jahre, es ging wirklich bergab, das waren wahrscheinlich düstere Jahre, überhaupt gar kein Alkohol hier in den N20ern. Und dann wurde Prohibition aufgehoben, der Alkohol kam zurück, aber genau das Gleiche passierte auch mit den Lebererkrankungen. Als die Prohibition da war, ein deutlicher Abfall von Lebererkrankungen und dann kam es zurück und ein kontinuierlicher Anstieg bis so in die Zeit Aerobik, 70er, 80er Jahre und dann fing es an mit gesunder Ernährung und dann ist es langsam wieder runtergegangen. Aber ganz klare Beweise, dass Alkohol, also zu viel Alkohol nicht gut ist. Also wir müssen natürlich über den Alkohol reden mit unserem Patienten. Es wird uns nicht immer ganz so einfach gemacht wie hier, wo man vielleicht die Frage hinterfragen kann. Und Sie wissen auch, Patienten
Experten sind natürlich immer sehr spontan in ihren Ideen, hier zum Beispiel, aber Herr Doktor, ich trinke doch nur ein Glas, das kann doch nicht zu viel sein. Da müssen wir schon manchmal fragen, wie viel denn und was trinken Sie eigentlich und so, selbst fragen, wie groß ist das Glas. Aber mit einem gesunden, regelmäßigen Alkoholkonsum, also 1 bis 2 Bier und dann noch ein Glas Rotwein, das darf ich Ihnen als Hepatologe sagen, kann man eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Also, das nächste Thema, Viren. Ganz kurz noch, wir haben eben nicht nur Alkohol, wir haben auch die Viren. Und das ist ganz, ganz häufig. 240 Millionen Menschen in der Welt haben eine chronische Hepatitis B-Virus-Infektion. Da, wo rot ist, haben mehr als 10% der Menschen eine Hepatitis B. Schauen Sie auf China. Wenn wir wissen, da sind mehr als 1 Milliarde Menschen, haben mehr als 100 Millionen Chinesen eine Hepatitis B. Wir haben mehr Chinesen mit einer Hepatitis B auf dieser Welt als Deutsche. Nur um Ihnen ein Gefühl zu vergeben, wie häufig die Hepatitis B ist. Und auch die kann fortschreiten. Und leider müssen wir daran noch arbeiten, an Erfolgsgeschichten. Denn die haben wir gehabt bei der Hepatitis C. Da, wissen Sie auch, 70 Millionen Menschen infiziert. Leider traurige Geschichten. Sie sehen, Ägypten ist rot. Wenn Sie Ägypten den Nildelta entlangfahren haben, bis zu 50% der über 50-Jährigen eine Hepatitis C. Und warum? Es war eine gut gemeinte Aktion der WHO, in den 70er Jahren die Flussblindheit ausmerzen zu wollen. Und man fuhr mit einem großen Schiff entlang, man kam an ein Dorf, man rief das ganze Dorf zusammen und man impfte das ganze Dorf durch mit einer Spritze. Und so wurde also noch ein seltener Genotyp verteilt. Aber die gute Geschichte ist, wir haben eine wirkliche Erfolgsgeschichte in der Hepatitis C, vergleichbar nur mit der Erfolgsgeschichte des Universitätsklinikums Freiburg, wo Sie sehen, dass wir 1989 Interferontherapien hatten, Ansprechraten von 15-20%. Und Sie sehen, wie das dann angestiegen ist, wo wir jetzt aktuell mit einer einzigsten Pille, ohne dass wir Interferon brauchen, bei fast 100%, bei 95-98% der Patienten das Virus eliminieren können. Und das ist ein Beispiel, wie es selten ist, wie schnell es gelingt, aus der Grundlagenforschung in die Labore, also in die Klinik zu kommen. Und verdanken tun wir das tatsächlich einem Freiburger Forscher, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, Professor Bartenschlager, der dafür letztes Jahr auch den amerikanischen Nobelpreis bekommen hat. Das ist der Lasker Award. Und zwar hat er gezeigt, dass man in Zellkultur das Virus replizieren kann. Es wurden dann die Medikamente entwickelt und wir arbeiten jetzt sehr eng zusammen und wir haben schon über die Fördersummen gehört. Wir haben einen sogenannten Sonderforschungsbereich gegründet, gemeinsam mit München und Heidelberg, wo wir nun genau begreifen wollen, warum werden einige Patienten chronisch und andere nicht. Das nächste Problem, ganz kurz, Ernährung, Übergewicht. Nun, das nächste große Problem, was wir haben eine Zunahme des Körpergewichtes. Das ist in vielen Teilen der Welt, hier in den USA, nun ganz erheblich, wenn Sie gucken, von 1990 bis 2009. Und warum ist das denn jetzt so wichtig? Dann schauen wir auf diese Abbildung und da sehen Sie alle Tumoren, die zunehmen, wenn wir eine ausgeprägte Adipositas haben. Und Sie sehen, fast alle Tumore nehmen leicht zu, aber ein Tumor, der nimmt richtig deutlich zu. Und das ist Leberkrebs. Und was ist der Grund dahinter? Der Grund dahinter ist, dass die Adipositas eine Fettlebererkrankung macht und auch die kann fortschreiten zur Leberzirrhose und zum Lebertumor. Und Lebertumor ist ein häufiger Tumor, der dritthäufigste zum Tode führende Tumor und deshalb also wirklich von großer Bedeutung, dass es uns gelingt, also in der chronischen Entzündung die Feinde zu erkennen, um dann eben zu verhindern, dass die Komplikationen auftreten. Und was für Komplikationen haben wir? Nun, dann wird Geld, man bekommt Bauchwasser wegen Überdruck, so sieht man dann häufig aus. Und manchmal passieren dann ganz komische Sachen. Dann kommt jemand und hat eigentlich einen Ikterus, also das Gelb hat im ganzen Körper erhöhten Bilirubin. Und dann schaut man sich in die Augen und wundert sich, nur ein Auge ist gelb. Der einseitige Ikterus, wenn das Bilirubin im ganzen Körper rumschwirrt und es ist nur in einem Auge, das kann doch nicht sein. Und da kommt schon die richtige Antwort. Man muss immer mit dem Patienten sprechen. Diese Dame hat ein Glasauge auf der einen Seite. Und schon haben wir erklärt, warum im Grunde der Ikterus nicht an beiden Augen ist. Also auch das, glaube ich, ganz wichtig. Immer mit dem Patienten sprechen. Alle Laborbefunde sind wichtig, alle weiteren, aber Labor ist wichtig. Und das noch ganz kurz gesagt. Das Leberkoma sprach ich an. Wenn die Leber nicht entgiftet,
kann es im fortgeschrittenen Stadium bis zum schweren Koma kommen. Das ist also eine schwere Komplikation. Und es kann dadurch, dass die Leber im Grunde jetzt hart wie ein Stein ist und das Blut nicht mehr fließen kann zur Leber. Sie haben es gesehen, wenn Sie sich solche Leber vorstellen wie ein Stein, da kann die Leber, kennt das Blut nicht hoch, dann sucht sie sich Umgehungswege, Umgehungskreisläufe, eine Abkürzung. Und die Abkürzung geht durch die Speiseröhre. Und hat man da einen Druck und dann fängt es an zu bluten. Und das ist in unserem Fach der schlimmste Notfall, den wir haben. Da werden die Mitarbeiter unserer Klinik nachts gerufen, weil eine solche Varizenblutung stattfindet. Und dann muss man gleich notfallmäßig endoskopieren. Und man muss versuchen, die Varizen eben zu packen und so eine Ligatur. Wir gehen also mit dem Gerät hervor und dann kommt ein Gummiband direkt über diese Blutung. Und für diejenigen, die kein Blut sehen können, würde ich sagen, die nächsten 15 Sekunden bitte die Augen schließen, denn jetzt kommt eine solche Blutung. Also im Notfall, Sie sind in der Speiseröhre und Sie sehen, dass hier eine solche wirklich aktive Blutung, es spritzt aus dem Gefäß, das ist ein Notfall. Der kann in wenigen Minuten Liter Blut verlieren und deshalb ist es so wichtig, Kappe auf, dieses genau angreifen, reinziehen ins Gerät, Klappe rüber und dann ist entsprechend Ruhe. Und schon ist diese Blutung gestillt. Also wir können die Komplikation in der Regel im Griff haben. Nun, die nächste wichtige Komplikation, die wir haben, und die habe ich schon angesprochen, das ist der Leberkrebs. Der Leberkrebs nimmt zu, er entwickelt sich in der zirrhotischen Leber und deshalb untersuchen wir alle Patienten, die eine Leberzirrhose haben, alle 6 Monate mit einem Ultraschall, um einen solchen Tumor früh zu entdecken. Denn wir haben zum Glück auch hier beim Leberkrebs verschiedene Therapien, die wir verwenden können. Und die erste Botschaft ist, und das klappt hier in Freiburg wirklich hervorragend, eine solche Therapie geht nur gemeinsam. Wir müssen uns die Bilder gemeinsam mit dem Radiologen angucken. Wir müssen entscheiden, können wir vielleicht über die Gefäße behandeln. Wir müssen entscheiden, können wir von außen therapieren. Natürlich wird der Chirurg hier ganz zentral gefragt, kann man noch operieren? Aber dann kommt die Rückfrage des Chirurgen an uns, kann man den Patienten noch operieren? Ist die Leberfunktion dafür gut genug? Der Strahlentherapeut, der Nuklearmediziner, alle sitzen zusammen, um zu entscheiden, ob man den Tumor von außen verödet. Das macht der Gastroenterologe. Oder aber, ob man das macht, der interventionelle Radiologe, und das ist was ganz Besonderes beim Leberkrebs, und deshalb habe ich Ihnen vorhin gesagt, dass die Leber auch 2 Gefäße hat, nämlich Pfortader und die Arterie. Und das Besondere ist nämlich, wir können über die Arterie zum Tumor und wir können genau die Gefäße, und das macht wie gesagt der Radiologe, die Gefäße verschließen, die den Tumor versorgen. Und davor kann noch Chemotherapie machen. Und das ist nur möglich in der Leber, weil eben noch Blut von der anderen Seite kommt. Denn Sie können sich vorstellen, wenn wir die Leberarterie zumachen und das keine Versorgung mehr hat, dass dann es abstirbt und wir ein noch größeres Problem haben. Und das ist das Team der Mitarbeiter und das ist wirklich das Dokumentierende der Zusammenarbeit. Sie sehen, der Mitarbeiter von Herrn Fichtner-Falge, zentral, der Chirurg, entscheidet ja, nein. Hier sehen Sie 2 Mitarbeiter der Gastroenterologie. Sie sehen eine Nuklearmedizinerin, Radiologen, einen Strahlentherapeut, einen Radiologen, alle zusammen und jeder einzelne Fall wird dann gemeinsam durchgesprochen. Aber es gibt auch noch die Wissenschaft und da gibt es auch tolle Fortschritte und deshalb, es klang gerade bei Herrn Professor Siebert nicht ganz so deutlich, ich muss nochmal betonen, Herr Professor Fichtner-Falge war mein absoluter Wunschkandidat, das, wie Sie wissen, nämlich auch, weil wir nicht nur klinisch hervorragend zusammenarbeiten, sondern auch einen Chirurgen zu haben, der wissenschaftlich interessiert ist und mitarbeitet, das ist eine ganz besondere Auszeichnung, finde ich, und das ist, und wie hervorragend Herr Professor Fichtner-Falge das macht, ist hochkarätig ausgezeichnet mit dem Heisenberg-Programm und auch hier eine Arbeit, wo wir unabhängig voneinander in ganz an unterschiedlichen Kohorten mit unterschiedlichen Methoden zum gleichen Ergebnis kamen, nämlich, dass wenn ein Patient tumorspezifische Immunantworten nachweisbar hat, das Überleben besser ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass man versucht, heutzutage durch Immuntherapien die Immunantwort zu stärken. Und das ist einer der größten Erfolge der letzten Jahre, der sogenannte Checkpoint-Inhibitoren, dass man der Immunantwort die Bremse nimmt. Also, dass die Immunantwort wieder gegen den Krebs kämpfen kann. Auch da gibt es beim HCC Erfolge im Vergleich zu normalen Kontrollen eine Verdopplung des Überlebens mit Therapie.
Therapien, die jetzt gerade zugelassen werden. Also ich glaube, auch das ist eine ganz spannende Entwicklung. Und auch da sind wir in Freiburg kräftig dabei und haben hier von der EU eine entsprechende Förderung bekommen, um eben genau diese Mechanismen gemeinsam besser zu begreifen. Auch dort wollen Herr Fichtner-Feigl und ich auch klinisch wie wissenschaftlich einen gemeinsamen Schwerpunkt setzen. Nun, damit bin ich schon bei den wichtigen Aussagen meines Vortrages. Nummer eins, die Leber ist das Kraftwerk des Körpers. Das finde ich hervorragend. Der Titel hat mir gefallen, den werde ich mir einrahmen, in ein Zimmer stellen. Die Leber hat Feinde, das ist uns allen klar geworden. Es sind viele Feinde, aber am Beispiel Hepatitis C, auch an anderen, die ich aus Zeitgründen nicht ansprechen kann, die Feinde können besiegt werden. Also nehmen Sie erhöhte Leberwerte ernst, dass wir sie dann, dass wir die Ursache der Erkrankung herausbekommen und diese dann gezielt therapieren, bevor es eben zur Leberzirrhose kommt. Die Leberzirrhose als solch hat viele Komplikationen. Ich habe Ihnen einige gezeigt. Eine Komplikation ist der Leberkrebs. Und das ist dann etwas, wo wir wirklich interdisziplinär gemeinsam zusammenarbeiten müssen. Aber natürlich Grundvoraussetzung für das alles ist für eine erfolgreiche Hepatologie, für eine erfolgreiche Gastroenterologie ist es, dass man einen exzellenten Chirurgen zur Seite hat. Und wie gesagt, kann mich hier auch nur Herr Professor Siewert anschließen, dass wir uns eben sehr freuen, dass Herr Professor Fichtner-Feigl nach Freiburg gekommen ist. Aber vielleicht will ja nicht jeder sofort gleich zum Chirurgen rennen. Und ich glaube, auch Ihre Ambulanz würde wahrscheinlich überlaufen, wenn man das nur alles klären müsste. Es gibt einen Trick und einen Tipp, den ich Ihnen noch geben kann. Sehr, sehr starke Daten. Wie vermeide ich Lebererkrankung und wie vermeide ich ein Fortschreiten der Lebererkrankung? Ganz einfach, mehr als 3 Tassen Kaffee am Tag. Der Mechanismus ist nicht klar, aber mehr als 3 Tassen Kaffee am Tag schützt. Und ich glaube, das im Hinterkopf, wenn man selber viel Kaffee trinkt, kann vielleicht noch eine gewisse Hoffnung verbreiten. Also abwarten, Kaffee trinken und damit bin ich schon am Ende und darf das Mikrofon, glaube ich, direkt übergeben an Herrn Professor Fichtner-Feigl, der jetzt Ihnen zeigen wird, was die Grenzen und Limitationen der Chirurgie bei der Leber sind. Herr Fichtner-Feigl. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Stefan Fichtner-Feigl ist mein Name. Ich bin wahrlich jetzt neu hier in Freiburg. Seit 9 Monaten bin ich hier in der Klinik für Allgemeine und Viszeralchirurgie als ärztlicher Direktor anwesend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es waren die intensivsten 9 Monate, die ich wirklich erlebt habe. Auch die spannendsten 9 Monate. Es ist wirklich eine unheimlich schöne Region, eine unheimlich nette Region von den Leuten, mit denen ich Kontakt habe hier. Fühle ich mich sehr wohl. Und ich fühle mich am Universitätsklinikum extrem wohl mit Herrn Timme. Die Zusammenarbeit ist so, wie man sie wünscht. Denn die Interdisziplinarität, insbesondere in der Viszeralmedizin, also der Behandlung aller Erkrankungen des Bauchraums, ist extrem wichtig. Und wir müssen sehr viel kommunizieren. Und das funktioniert auf einem exzellenten Niveau. Herr Timme, herzlichen Dank für diesen guten Start in die Kommunikation, die wir hier hatten. Ich muss zu unserem leitenden ärztlichen Direktor auch noch ein Wort sagen. Der hat mich ja doch etwas gelobt, wo ich so ein bisschen rot geworden bin. Vielleicht wissen Sie, hat es kurz anklingen lassen, er ist ja früher einer der größten Chirurgen Deutschlands gewesen, in München rechts der Isar. Und wenn wir eine Thematik besprechen wollen wie Montagabend, wir haben so eine dreiviertel Stunde gesprochen, so 10 Minuten geht es dann um die wichtige Thematik und dann kommt der Chirurg durch. Und das macht immer sehr viel Spaß, aus dem Fundus der Erfahrung von Herrn Professor Siewert auch dann teilhaben zu können. Das ist sehr angenehm und sehr menschlich. Und das ist auch eine Herangehensweise, glaube ich, die Herr Professor Timme und ich sehr intensiv pflegen. Das ist die Menschlichkeit, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und da wollen wir nicht unsere eigenen Ziele durchsetzen, sondern wir wollen die Patienten so behandeln, wie es für den Patienten definitiv am wichtigsten ist. Und so müssen wir die Viszeralchirurgie oder Viszeralmedizin auch verstehen. Der Titel ist ja, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr spannende und plakative Thematik, die ja oftmals durch die Gazetten und auch in allen Talkshows war. Es gibt ja den berühmten Dr. Eckhard von Hirschhausen, der mich eigentlich tierisch nervt. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf, er ist ja nicht da, aber ich würde es ihm auch so sagen, glaube ich. Der schreibt ein Buch, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, ist eigentlich
Kinderneurologe. Der hat mit der Leber gar nichts zu tun und nimmt uns dieses schöne Organ für sein Programm weg. Das ist irgendwie so ein bisschen nicht ganz richtig. Und die Leber hat nicht Eckhard von Hirschhausen erfunden. Herr Timme hat es angesprochen. Bei Prometheus war das schon und das ist genau der Titel. Die Leber wächst mit seinen Aufgaben und das ist für den Leberchirurgen eins der wichtigsten Dinge, die in alle Überlegungen einfließen lässt, ob jemand an der Leber operabel ist oder ob man die Operation durchführen kann oder nicht. Und ich werde Ihnen in den nächsten Minuten über eigentlich zwei Patientenbeispiele mit Tumoren in der Leber, die ursprünglich eigentlich aus dem Darm kamen, aber die Leberresektion ist die gleiche, erzählen, wie wir das uns als Leberchirurgen zunutze machen können. Und das Allerwichtigste ist, dass man es anwenden kann bei Lebertumoren und auch in manchen Fällen, das sind deutlich weniger, aber auch beim Leberversagen. Nun, das Ziel bei Lebertumoren ist eigentlich immer die komplette Entfernung dieser Lebertumore. Wenn das gelingt, dann hat man für unsere Patientinnen und Patienten sicher die beste Ausgangssituation erreicht und das wollen wir lassen, wollen wir machen. Aber was brauchen wir dabei? Wenn wir die Operation durchführen, müssen wir als Chirurgen sehr kreativ sein, wir müssen aber auch sehr restriktiv sein. Also wir müssen uns ein bisschen in Zaum halten, denn wir müssen bei jeder Operation, die wir an der Leber durchführen, überlegen, ob genügend Restlebergewebe überbleibt nach der Operation. Das heißt, ob genügend Lebergewebe da ist, die Funktion der Leber ausführen kann. Herr Timmer hat es gesagt, ein Herz kann man ersetzen, die Niere kann man was machen, überall bei der Lunge kann man was machen, die Leber kann nicht ersetzt werden. Jemand, der keine Leberfunktion hat, wird es nicht überleben können. Wenn man aus irgendwelche Notfallsituationen eine Leber entfernen muss, hat der Patient nur noch 24 Stunden Zeit, bis er eine neue Leber kriegt oder er ist tot. So schnell geht das bei der Leber und das sind auch Überlegungen, die wir als Chirurgen danach haben. Also wir müssen genügend Lebergewebe zurückhaben und die Leber wächst ja bekanntlich mit ihren Aufgaben. Ich werde Ihnen anschließend zwei Beispiele zeigen, wie wir das uns zunutze machen, dass wir im Endeffekt doch, wenn es vielleicht initial schlecht ausschaut, etwas Lebergewebe zurücklassen können, das mit der Funktion gut einhergeht. Die Voraussetzungen hierbei sind eine gute Leberregeneration, dass sie wirklich wachsen kann und Funktion aufnehmen kann. Und die Leber, das Lebergewebe muss da von guter Qualität sein. Wenn Sie die Leberbilder in dem Zeitstrahl gesehen haben vom Herrn Timme, die ganz rechts, die zirrhotische Leber, das ist relativ schlecht zu operieren. Aber auf der linken Seite bis zur mittleren Seite, da können wir doch sehr, sehr gut operieren und die Patienten auch sicher durch die Operation und durch den operativen Verlauf führen. Nun, das Bild ist mit das Wichtigste. Und Herr Timme hat es richtigerweise angesprochen, aber ich gehe nochmals darauf ein. Die Leberblutversorgung. Wir haben hier dieses rote, etwas dünnere Gefäß, das ist die Leberarterie, die kommt aus der Schlagader, das ist ungefähr so 30 cm nach dem Herzen oder sollen es 40 cm sein, da kommt das Blut her. Und dann gibt es diese doch etwas dunkelblau-violett eingefärbte Struktur, das ist die Pfortader und das ist alles Blut, was im Magen- und Darmtrakt gesammelt wird, was in die Leber geht. Und das ist das eine extrem wichtige Blutversorgung der Leber und die Leber strömt aus das Blut über die Lebervenen wieder zurück in den Herz-Lungen-Kreislauf. Nun, die Pfortader ist das wichtigste Organ für eine Leberregeneration, für das Leberwachstum. Der Teil der Leber, der hauptsächlich mit der Blutversorgung aus dem Magen-Darm-Trakt, aus der Pfortader durchblutet wird, der wird anwachsen und der wird größer werden. Und der wird die Funktion dann anschließend übernehmen. Und das machen wir uns zunutze bei der Leberchirurgie in etwaigen Fällen. Wenn wir uns jetzt mal die Gedanken machen, wieso wir so versuchen, die Leber zu wachsen zu lassen, wieso wir uns so viel Gedanken machen über Regeneration der Leber, das ist einfach so, wenn wir Tumore in der Leber haben, dann können wir laut Datenlage nur jeden fünften vielleicht operieren. Und 4 von 5 können wir gar nicht operieren, weil
die Tumore zu ausgeprägt sind, weil die Leberfunktionen zu schlecht sind, weil zu wenig Lebergewebe zurückbleibt und so weiter und so fort. Das ist die Datenlage. Ich denke aber, dass wir hier durch neue Techniken, die wir auch in Freiburg jetzt exzellent etabliert haben, Techniken der Leberfunktionsmessung, Techniken der Operation und so weiter, deutlich höher gehen können und bis zu 40-50%, also fast jeden zweiten dann an der Leber operieren können, den wir vorgestellt kriegen. Das haben wir deutlich nach oben schrauben können. Das ist die moderne Leberchirurgie, die man einfach hier anbieten muss. Da ist das Universitätsklinikum Freiburg einfach so wichtig für die zentrale, in der zentralen Stelle in der Region, dass wir das hier auf alle Fälle brauchen. Das haben wir in den letzten Monaten deutlich nach oben geschraubt und das ist sehr gut gelungen. Nun, zwei Patientenbeispiele, wie wir uns das zu Nutzen machen. Und seien Sie nicht, ich muss da was vorausschicken. Wir versuchen, jeden Patienten mit einer Operation zu operieren. Wenn das geht, also das heißt, wenn ich den Lebertumor entfernen kann und es bleibt genügend Restleber über, dann ist das die beste Variante, die man haben kann. Aber wir müssen, Sie haben gerade die Daten gesehen, wir müssen noch mehr und mehr in mehr Fällen erreichen, dass wir die Leber tumorfrei operieren können. Oftmals brauchen wir auch zwei Operationen, manchmal auch drei Operationen. Aber wenn wir dann das Ziel erreichen, die Leber komplett tumorfrei zu operieren, dann haben wir ein gutes Ergebnis für unsere Patienten erreicht. Das erste Patientenbeispiel ist ein 71-jähriger Mann mit einem Enddarmtumor, der gleichzeitig in beiden Leberlappen, links und rechts, mehrere Metastasen hat. Und das zweite ist ein sehr tragischer Fall gewesen, der aber im Endeffekt sehr gut ausging. Eine 27-jährige junge Dame, mitten im Leben stehend, mit einem Tumor des linksseitigen Darmbereichs, die auch Riesenmetastasen, Riesentumore in beiden Leberlappen hat. Und die Patientenbeispiele werde ich durchgehen, denn da hat man sich zunutze gemacht, dass die Leber anwachsen kann. Nun, ein Patient hat dies, wie gesagt, diesen Enddarmtumor gehabt und Sie sehen in der Leber, das ist die Leber in der Computertomographie dargestellt, hier der linke Leberlappen, Sie dürfen sie nicht verwechseln, in der Computertomographie ist links rechts und rechts ist links, also das ist der linke Leberlappen und das ist der rechte Leberlappen. Und wenn Sie mal diese Situation angucken, diese dunklen Tumorknoten, das sind alles die Metastasen, das sind Tumore. Und jetzt habe ich vorher gesagt, da muss genügend Lebergewebe überbleiben. Aber wo soll denn das da sein? Das ist eigentlich nicht machbar. So wurde das auch initial in der auswärtigen Klinik eingestuft. Und der Patient hat gesagt, kann man nichts. Zum Patienten wurde gesagt, kann man nichts machen, muss man eine Chemotherapie machen. So ist es nun mal. Der Patient hat sich dann bei mir in der Sprechstunde vorgestellt, nach 8 Zyklen einer Chemotherapie, nach einem Folfiripanitimumab-Schema, das ist schon anstrengend für die Patienten, also das schlaucht schon sehr. Und wir haben dann nochmals geguckt, wie die Leber sich dargestellt hat. Es hat die Metastasen waren deutlich kleiner. Also die Tumore in der Leber sind durch die Chemotherapie geschrumpft, aber auch hier in diesem Bereich, da waren immer noch Metastasen da. Das war ein Mann, der fit war und der wollte therapiert werden. Ich habe den operiert und es zeigte sich in der Operation, dass deutlich mehr Tumorknoten da waren, als man die in der Bildgebung sehen könnte. Somit habe ich mich dafür entschieden, kurzfristig während der Operation eine zweiseitige Resektion zu machen. Das heißt, ich habe eine Seite der Leber tumorfrei operiert, die andere Seite belassen. Und dann in der Zwischenzeit alles dafür getan, dass die Seite, die tumorfrei ist, auf einmal anwächst, damit genügend funktionsfähiges Lebergewebe zurückbleibt. Und dafür habe ich die Pfortader auf der Seite, in der die Tumore drin sind, verschlossen, dass das ganze Blut aus dem Magen-Darm-Trakt in die linke Leber läuft. In die Leber läuft, die tumorfrei ist. Und die wird groß. Und so sieht das dann aus während der Operation. Das war die erste Operation. Das hier ist die Leber im operativen Situs. Große Resektionsdefekte, da waren die Metastasen drin, im Linkslateral, also in den kleinen linken Leberlappen, in der Mitte der Leber und die rechte Leber ist unangetastet gewesen. Aber ich habe die Blutzufuhr des Pfortaderastes nach rechts komplett weggenommen. Und das waren die Bilder nach 8 Wochen. Die Tumore rechts sind drin, links ist aber komplett frei. Und Sie sehen, auf einmal ist der linke Leber deutlich größer geworden. Dann war es eigentlich eine relativ leichte Operation, die rechte Leber weiter zu entfernen. Das haben wir auch gemacht. Und dann, nach 12 Wochen nach dieser zweiten Operation, sehen Sie mal, wie stark die Leber angewachsen ist. Der Patient hatte keinen Tumor mehr.
Der Patient hat eine gute Leberfunktion, die Leber ist deutlich angewachsen und wir konnten dann den Primärtumor, den Enddarmtumor auch noch entfernen. Der Patient ist tumorfrei und das jetzt über knapp 3 Jahre. Initial haben wir ihm gesagt, da geht überhaupt nichts, da kann man nichts machen. 3 Jahre später ist der Patient tumorfrei. Das war ein anstrengendes 4 bis 6 Monate für den Patienten, definitiv. Aber wenn wir mit unseren Patienten viel sprechen, viel kommunizieren, die wirklich an der Hand nehmen durch die Therapieform, dann können wir genau diese Ergebnisse erreichen. Jetzt ist in aller Munde in der Zeitung, was auch drin gestanden, die sogenannte In-Situ-Split-Operation. Und wenn jetzt zu mir ein Patient kommt, in die Sprechstunde die Badische Zeitung gelesen hat, dann wird immer gefragt, wie gestern auch, der letzte Patient in meiner Sprechstunde, wenden Sie diese Methode bei mir an. Ich sage es nochmal, wenn es geht, würden wir diese Methoden nie anwenden, weil dann hätten wir für den Patienten in einer schnelleren Operation, in einer leichteren Operation, in nur einer Operation das beste Ergebnis erreicht. Aber wenn es nicht geht, dann machen wir das gerne, diese sogenannte In-Situ-Split-Operation. Ich führe Sie mal durch, was wir da machen und was für Voraussetzungen wir haben. Wir haben technische Resektabilität. Also als Chirurg sage ich, das könnte ich alles entfernen. Aber ich habe funktionelle Irresektabilität. Das heißt, es bleibt nicht genügend Lebergewebe über. Der Patient kann das nicht überleben. Der Patient würde in den ersten paar Tagen nach Operation versterben. Somit können wir das nicht machen. Was haben wir uns dazu früh gemacht? Das hat sich dieses Jahr zum 10. Jahr gejährt. In meiner Zeit in Regensburg haben wir diese Technik etabliert. Wir haben in einer ersten Operation, was wir da immer durchführen, ist den linken Leberlappen komplett tumorfrei zu operieren. Und Sie sehen es hier, die Pfortader. Den rechten Ast der Pfortader, der wird zugemacht. Das heißt, das komplette Blut aus dem Magen-Darm-Trakt läuft in die linke Leber. Die hat einen wunderbaren Anschub. Die wird größer. Aber wieso wird die umso so größer, wie Sie sich kaum vorstellen können? Weil wir auch die Parenchymbrücke, also die Lebergewebebrücke zwischen den ganz linken Segmenten der Leber und der rechten Leber auch durchtrennen. Das Problem ist, wenn das Pfortaderblut hier reinläuft, gibt es genau zwischen diesen Segmenten ungefähr ein Drittel des Blutes, ein Viertel bis ein Drittel des Blutes, was von links nach rechts läuft und so diesen starken Anschub des Leberwachstums unterdrückt oder verhindert. Aber wenn wir dann diese Brücke durchtrennen und wirklich 100% des Blutes aus dem Magen-Darm-Trakt durch die linke Leber laufen lassen, dann ist der Wachstumsschub für die Leber so unfassbar groß, dass wir dann wirklich in einer guten Woche einen Anstieg des Lebergewebes, Volumen auf ein Doppeltes vom vor der Operation haben. Das ist sowas Faszinierendes, wenn Sie das bei einer Operation sehen, da läuft es Ihnen eiskalt den Buckel runter. Das ist wirklich fantastisch. Wir haben gestern wieder so eine Operation komplettiert, die Patientin. Am Montag war es, die Patientin liegt heute auf Intensivstation, als ob nichts gewesen wäre. Die Leber ist so gut angewachsen, die Funktion ist fantastisch. Und dann in einer zweiten Operation kann man den rechten Leberlappen dann relativ einfach entfernen, nach gut 1,5 Wochen, und der Patient ist tumorfrei. Und das haben wir bei dieser Patientin gemacht. Sie sehen, ich sage nochmal, 27 Jahre Studentin, mitten im Leben stehen. Das ist wirklich, das war dramatisch, als sie zu uns kam, mit dem Boden zerstört, und das ist verständlich. Und Sie sehen wieder die Leber hier in der Draufsicht von vorne, in der Draufsicht von unten, riesengroße Knoten, Tumorknoten in der Leber. Das ist einfach in allen Segmenten, das ist so nicht resektabel. Wir haben die Leber etwas verkleinert, die Lebertumore etwas verkleinert durch eine Chemotherapie. Und dann sehen Sie jetzt das ganz Wichtige dabei. Schauen Sie mir das an. Das ist das Lebergewebe, das zurückbleiben soll. Ich versuche nochmal, kann ich nochmal zurückgehen, dass Sie das besser sehen. Vom gesamten Lebervolumen hier, das ist nur noch ein Kleckschen. Das ist fast gar nichts. Das reicht nicht aus. Das ist de facto nicht, ein Leben nicht vereinbar, auch nicht mit 27 Jahren. Das ist nicht machbar. Und wenn Sie das sehen, wie klein das ist, das hat 140 Milliliter, Herr Thieme hat vorher gesagt, 1,5 Liter Volumen hat eine Leber. Das ist also nicht einmal so um die 15% des gesamten Lebervolumens. Und das ist natürlich zu wenig. Wir haben dann die In-Situ-Split-Operation durchgeführt. Und das ist wirklich das Bild nach 7 Tagen bei dieser Dame. Das ist sensationell. Das ist die Durchtrennung des Lebergewebes, um die Blutversorgung von links nach rechts zu unterbinden. Und das hier, Sie sehen es hier,
ist der Vorderast nach rechts, der geht nicht weg, da ist es durchtrennt. Das gesamte Blut aus dem Magen-Darm-Trakt läuft in die linke Leber. Und jetzt schauen Sie mal her, erinnern Sie sich an die Größe der Leber, wie sie vorher war. Das ist es jetzt. Das ist Wahnsinn. In der guten Woche, das ist unglaublich. Und wir haben jetzt nicht 150 Milliliter oder 130, was es waren, ich weiß es nicht mehr genau, sondern wir haben 440 Milliliter Volumen und wir haben nicht 15% des Gesamtlebervolumens, sondern wir haben jetzt 46%, also fast 50%. Das ist unglaublich. Wir haben dann die zweite Operation gemacht, die rechte Leber entfernt, gleichzeitig noch den Darm mitgemacht, weil es wirklich so gut ging. Und die Patientin, gut, die war 27 Jahre, topfit, aber nichtsdestotrotz, ging Tatsache 7 Tage nach der zweiten Operation nach Hause, ist jetzt seit 24 Monaten tumorfrei, eigentlich nicht heilbar, aber jetzt ist sie tumorfrei. Und das sind Sachen, die wir erreichen können, die wir in Freiburg auch schon mehrmals durchgeführt haben. Und das ist eine wichtige Information, dass wir diese Möglichkeiten hier haben. Also die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Es braucht dabei eine große Motivation der Patientinnen und Patienten und einen guten Leberchirurgen in dem gesamten interdisziplinären Setting von Gastroenterologie, Hepatologie, Radiologie, Intervention und so weiter und so fort. Das kann man nicht alleine machen, das geht nur als Team, dass wir hier in exzellenter Weise vorhalten können. Aber dann können wir gut ausgewählt wirklich, wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erreichen für unsere Patientinnen und Patienten. Und das ist das, was wir machen wollen. Sie haben gesehen, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Und das ist wirklich so. Nicht nur in der Sage ist das so, sondern die Leberregeneration, das ist ein einzigartiges Phänomen. Das ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen, wie toll das anschwillt. Das ist wirklich eine Möglichkeit, dass wir uns dieses biologische Wunder uns zunutze machen. Denn kaum ein anderes Organ hat diese Möglichkeit. Die Leber hat sie. Und das müssen wir lernen und anwenden können, um wirklich was zu erreichen. Und zum Schluss möchte ich sagen, die Erhöhung der Resektabilität, also der Möglichkeit, jemanden tumorfrei zu operieren, ist gegeben. Es muss aber ein ausgewiesener Leberchirurg diese Entscheidung, diese Einschätzung treffen, dann können wir das gut machen. Und wenn Sie Fragen haben, dann stehen Herr Professor Timme und ich natürlich gerne Ihnen zur Verfügung. Und wenn Sie sonst Fragen haben, die Sie hier nicht stellen können oder uns Patienten, Angehörige oder sich selbst vorstellen wollen, dann sind Sie in unserer Lebersprechstunde oder bei mir in der Privatambulanz natürlich jederzeit willkommen. Kontaktieren Sie uns und wir werden das Maximum rausholen, damit wir für Sie das beste Ergebnis erreichen können. Und nun danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wir stehen für die Fragen sehr gerne zur Verfügung. Vielleicht der Frage sind ein paar Fragen jetzt schon mir zugeteilt worden. Ich habe sie schon ein bisschen auf Hinsetz. Oder ganz schön. Können wir machen. Gut. Gut, dann darf Peter Feigen vielleicht zuerst einen Schluck Wasser noch zu sich nehmen. Er hat gerade gesprochen und ich fange schon mal mit der ersten Frage an. Eine tragische Frage, wo jemand fragt, dass der Sohn gestorben ist im Alter von 9 Jahren mit einem sogenannten Budkiri-Syndrom. Und das war 1984 und die Frage, ob das heute auch noch so verlaufen würde, dass eine ganz akute Erkrankung, Thrombose der Arterien, also der Venen, der Leber, akutes vaskuläres Problem, ist immer noch mit einer hohen Letalität assoziiert, aber wir haben hierfür neue Methoden, um die Leber direkt zu erreichen, und zwar, dass man über ein Gefäß von oben, von der Vena jugularis, direkt bis zur Leber kommt, wo die Gefäße verschlossen sind und vor Ort versucht, eine Lyse zu machen oder einen Stent einzulegen, um genau diesen Stau zu durchbrechen. Also man kann es natürlich nicht versprechen, es ist eine schwerwiegende Erkrankung, aber wir haben heutzutage mehr Optionen. Jetzt kommt eine andere Frage, da hat jemand schlechtes Gewissen bekommen und fragt sich, wenn ich jetzt doch jeden Tag intensiv Sport mache, 5x10 Kilometer jogge am Tag, kann ich dann nicht doch mehr Alkohol trinken, um keine Fettleber zu bekommen? Also es bleibt bei der gleichen Menge und man kann da nicht allzu viel erreichen. Ich glaube, Fichtner Falk, inzwischen haben Sie vielleicht auch schon 1-2 Fragen gesehen, die Sie konkret... Ja. Ja, also vielleicht die wichtigste Frage zuerst gleich mal, ist eine organisatorische und strukturelle Frage. Frage direkt an mich, Patienten mit Darmkrebs, mit Lebermetastasen, in welchem Zeitraum bekommt man einen Termin bei Ihnen?
Das ist, das kann ich ganz klar sagen, rufen Sie einfach bei mir im Sekretariat an oder bei mir in der Sprechstunde an. Sie kriegen den Termin innerhalb von einer Woche, das ist überhaupt kein Problem. Meine Sprechstunde ist immer so lange, bis der letzte Patient abgearbeitet ist. Es gibt da nicht Termine in 6 Wochen, sondern das geht so nicht. Wenn wir wirklich hochklassige Medizin machen wollen, dann müssen wir diesen Service bieten. Also kontaktieren Sie einfach mich oder auf der Homepage oder im Internet stehen die Adressen, kontaktieren Sie mich, Sie kriegen nächsten Dienstag spätestens einen Termin und sagen Sie einfach, dass ich das heute so gesagt habe. Das wird sehr häufig zitiert werden. Ja, das ist richtig, weil die Sprechstunde Dienstag ist sehr voll, aber das ist egal, dann operieren wir in 3 Kabinen und dann machen wir einfach noch mehr, das ist kein Problem. Zeitnahe Termine sind wichtig. Gut, dann habe ich eine Frage. Eine Frage, was wir gar nicht angesprochen haben. Jemand wünscht Informationen zum Morbus Wilson, eine bekannte Erkrankung, die auch Leberschaden macht. Ich will jetzt gar nicht allzu sehr ins Detail. Eine sogenannte hereditäre, angeborene Erkrankung, wo man Kupferstoffwechsel hat. Eine Störung des Kupferstoffwechsels. Man nimmt zu viel Kupfer auf. Kupfer kommt in die Leber und macht dort Probleme. Aber es geht nicht nur in die Leber. Es geht auch zum Beispiel ins Gehirn. Und ganz häufig ist es bei uns, dass wir die Patienten diagnostizieren. Die liegen zum Beispiel in der Psychiatrie und haben eine akute Psychose und kommen dann zu uns wegen erhöhten Leberwerten. Es wird nicht besser. Sie bekommen schon ganz starke antidepressive Therapie, antipsychotische Therapie. Und man denkt, es sei die Nebenwirkung der Medikamente. Aber es ist der Morbus Wilson. Den kann man behandeln, wenn man ihn früh erkennt, durch sogenannte kupferbindende Medikamente, die man gibt. Aber die Heilung liegt wie so häufig in der Hand des Chirurgen, denn man kann die Grunderkrankung, nämlich den genetischen Defekt, behandeln im fortgeschrittenen Stadium durch die Lebertransplantation. Dann kommt die neue Leber, der Gendefekt, der in der Leber lokalisiert ist, ist weg und man ist geheilt. Und ich glaube, das ist in der aller Kürze das Wichtigste zum Morbus Wilson. Gut, ich beantworte jetzt oder versuche zu beantworten 2 Fragen auf einmal, die so ein bisschen auch zusammenhängen in der Antwort. Die erste Frage war, wie kann man das schnelle Wachstum der Leber erklären? Und dann geht es gleich weiter. Müsste der rechte Leberlappen nicht absterben? Den Rest kann ich hier, wieder öffentlich möglich, das verstehe ich jetzt noch nicht, aber müsste die rechte Leber nicht absterben? Also, wie kann man sich das Wachstum erklären, insbesondere in Situ-Split-Operation? Das wissen wir noch nicht. Da werden verschiedenste Theorien in den Raum gestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch noch nicht. Ich würde es gern wissen, aber das ist wirklich noch eine Wundertüte. Wir wissen, dass es funktioniert und wie es funktioniert und wie es am besten funktioniert. Das ist die wichtigste, wie es genau ist. Es mag sein, dass es nur der Volumeneffekt ist, dass viel, viel mehr Blut durch die Leber fließt und somit das mechanisch angeregt wird. Es werden auch sehr viele Nährstoffe aus dem Darm dann in konzentrierter Form natürlich in der Leber ankommen. Aber das sind Hypothesen, die noch nicht bewiesen sind. Müsste der rechte Leberteil absterben? Das habe ich mir initial auch gedacht, aber es ist eigentlich ganz logisch. Der rechte Leberteil kriegt aus der Arterie immer noch genügend Blut, dass die Leberzellen noch so überleben können. Ja. Aber sie können nicht wachsen, sie können nichts machen. Aber das reicht aus, um die Leber am Leben zu halten. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Interessanterweise, wenn die Leber ansteigt im Volumen, die Funktion hinkt so ein bisschen 2 Tage hinterher. Aber wir haben jetzt in Freiburg 2 Geräte etabliert, damit wir in bester Weise die Leberfunktion auch messen können. Und da können wir wirklich Tag für Tag schauen, wie gut die Leberfunktion ist und dann genau den richtigen Zeitpunkt für die 2. Leberoperation definieren. Wir die Patientin vom Montag hätten wir eigentlich die 2. Operation am Freitag machen wollen. Dann haben wir gesagt, Mensch, das ist noch so ein Tucken niedrig. Wir messen es nochmal. Haben wir gesagt, okay, das reicht aus. Und Montag war dann die richtige Zeitpunkt der Operation. Und deswegen geht es ja auch so gut. Also diese Messwerte haben wir alle da. Und dann können wir auch wirklich den Volumeneffekt auch mit Funktion untermauern. Gut, ich habe gleich 3 Fragen zum Thema Fettleber. Die erste ganz konkret, wenn nur die Gamma-GT, die habe ich ja gar nicht groß angesprochen. Gamma-GT ist ein so unspezifischer Leberwert. Da haben Sie vielleicht viele von Ihnen wissen das, dass der ab und zu mal positiv sein kann, wegen Medikamenten, wegen vielem anderen. Also hat man nur eine isoliert erhöhte Gamma-GT, braucht man es gar nicht weiter abklären. Das, was uns Sorgen macht, sind die Transaminasen.
Hier die ganz konkrete Frage, Gamma-GT leicht erhöht, GPT normal. Was hilft gegen die Weiterentwicklung der Lebererkrankung? Also da müssen Sie keine großen Sorgen haben, da kann nicht viel passieren. Gibt es einen Zusammenhang mit Hashimoto-Thyreoiditis, also einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse? Gibt es bei der Fettleber eigentlich nicht. Es gibt Leberfunktionsstörungen bei Schilddrüsenveränderungen, aber da muss man sich keine großen Sorgen machen. Das gleiche Fettleber, auf was muss ich achten? Nun, es ist tatsächlich so, das ist die neue Epidemie. Die Hepatitis C haben wir gerade in den Griff bekommen und jetzt kommt die Fettleber und die macht noch häufiger Leberzirrhose, als wir es bisher gesehen haben, also als wir es bei Hepatitis C haben. Es ist schon die häufigste Ursache der Leberzirrhose und wir haben noch kein Medikament. Es wird ganz viel dran geforscht, aber noch ist nicht ganz begriffen, wie es dazu kommt. Man spricht von einem Zwei-Hit-Modell. Also zum einen hat man eine genetische Veranlagung dazu, zum Beispiel in der Familie Zuckererkrankung, also eine Insulinresistenz. Aber dann kommt noch irgendwas anderes, was wir nicht kennen. Und die bisherigen Therapien, also alle möglichen Medikamente, die auch bei Diabetes wirken, haben keinen Erfolg gezeigt. Das Wichtigste, Gewichtsreduktion, körperliche Aktivität, Alkoholreduktion, viel mehr können wir momentan nicht anbieten. Und dann die ganz konkrete Frage, die dritte, was ist denn vom Leberfasten zu halten? Nun, ich meine, Fasten prinzipiell gut, aber alles in Maßen. Also die verschiedensten Kuren, die angeboten werden, würde ich zurückhaltend sein. Da gibt es gute Programme, Ernährungsberatung, auch in Apotheken kann man sich gut beraten. Da würde ich immer auf ausgewogene Programme zurückgreifen wollen. Ja, die Lebertumore und eine Fettleber haben Sie gerade angesprochen, war auch eine Frage an mich. Wie merkt man eigentlich, dass man einen Lebertumor hat, ohne die Blutwerte? Das ist sicher mit den Blutwerten auch nicht immer zu erkennen. Der Leberzellkrebs, den kann man schon etwas besser detektieren durch einen sogenannten Tumormarker, das Alpha-Fetoprotein. Das ist dann bei vielen dieser lebereigenen Tumore erhöht. Aber dann wird es schon schwierig mit den Blutwerten. Eine Ultraschalluntersuchung ist als grobe Untersuchungsmethode, ob in der Leber irgendwo eine Raumforderung ist. Also ein Tumor ist, glaube ich, sicher die beste Variante. Die Leber, und Herr Timmer hat es vorher gesagt, ein sehr, sehr homogenes Organ. Das ist richtig schön glatt und das Lebergewebe ist sehr, sehr, sehr schön homogen im Sinne von, im Ultraschall haben Sie gesehen, das ist so eine graue Fläche, die kaum irgendwelche Auffälligkeiten hat. Und da sieht man natürlich Tumore, die sich anders darstellen, einfach. Und da wäre der Ultraschall wäre sicher die beste Variante, frühzeitigen Lebertumor zu erkennen. Definitiv. Im Blut sieht man sehr, sehr wenig. Das ist alles sehr, sehr unspezifisch. Es gibt natürlich erhöhte Blutwerte, die einhergehen mit dem Lebertumor, aber sind nicht spezifisch für den Tumor. Das heißt nicht, wenn Sie erhöhte Transaminasen haben, dass Sie jetzt einen Tumor haben. Das geht eigentlich nur für Tumormarker und da ist der beste für den Leberzellkrebs, für das hepatozelluläre Karzinom, das Alpha-Fetoprotein. Für die anderen Tumore gibt es das eigentlich nicht, die in der Leber auftreten können. Also eine Ultraschalluntersuchung ist dann zu empfehlen und die Blutuntersuchung, das ist immer so, was man sagt, ich war ja beim Check-up und dann ist dann das Blutbild ist auch gemacht worden, das sagt nichts aus. Ja. Die nächste Frage, die mich herantrat, war noch, ob die Senkstatensonde jetzt keine Rolle mehr spielt bei den Speise- und bei den Ösophagus-Varizenblutungen. Das ist halt eine ganz konkrete Frage. Die Senkstatensonde ist eine Sonde, die wir tatsächlich immer noch legen. Wenn Sie sich vorstellen, man blutet aus dem Gefäß, wie ich Ihnen gezeigt habe, und manchmal blutet es so stark, dass man bei der Untersuchung nur noch Blut sieht. Und da kann man nichts machen, weil dann ist man praktisch fast verloren und dann nehmen wir eine sogenannte Senkstatensonde. Wir nehmen praktisch wie einen Fahrerschlauch, den wir in die Speiseröhre bis im Magen reinführen und dann mit Luft auffüllen. Und praktisch von innen die Speiseröhre mit Luft füllen in diesen Schlauch, der dann die Varize abdrückt. Mussten wir gerade vorgestern im akuten Fall wieder tun. Also es wird selten gemacht, aber es spielt immer noch eine Rolle im absoluten Notfall. Da muss ich gleich ein bisschen einhaken. Wir sind wahnsinnig froh, dass Sie diese interventionellen Techniken der Varizenblutungsligatur oder auch der Senkstatensonde zur Verfügung haben. Gerade vorher, als Sie das berichtet haben, hat Professor Sieber mir zugeflüstert, die früheren Schandoperationen in der Notfallsituation.
das ist eine Sache, die man wirklich nicht haben möchte. Da sind man als Chirurg, das ist unheimlich komplex und eigentlich mit einem sehr schlechten Ergebnis vergesellschaftet. Da sind wir sehr froh, dass wir da diese exzellente Endoskopie zur Verfügung haben, um diese Notfallsituationen beherrschen zu können. Also das ist ein großer Fortschritt gewesen in der Therapie der Akutsituation der Ösophagus-Varizenblutung. Sie merken, ein Chirurg sagt, es sei ein Fortschritt, wo er weniger arbeiten muss. Das hören wir auch nicht immer. Aber da sieht man, dass er also, es wird nicht immer um jeden Preis operiert, sondern nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Vielleicht bevor wir zu den einzelnen Fragen kommen, noch letzte Frage, die eben auch schön interdisziplinär ist, nämlich wie hoch ist das Risiko für die Entstehung von Leberadenomen bei Einnahme der Pille, Differentialdiagnose und Therapie? Und Therapie übergebe ich gleich an meinen chirurgischen Kollegen, denn da arbeiten wir ganz eng zusammen und fragen dann, müssen wir operieren, müssen wir nicht operieren? Die erste Frage, wie ist das Risiko für Entstehung von Leberadenomen? Es ist vorhanden. Und wenn man ein Adenom findet, dann muss man aber auch die Pille absetzen, weil dann einfach das Östrogen und andere Präparate zu einem Wachstum dieser Adenome beitragen. Also ein wachsende Adenom als allererstes, Pille ab, wenn es weiter wächst, spätestens dann den Chirurgen. Es gibt noch andere Gründe, die er gleich nennen wird. Die Differentialdiagnose noch ganz kurz. Was kann es sonst sein? Zum Glück sind die gutartigen Tumoren der Leber die häufigsten harmlos. Das eine, das sogenannte Hämangiom, ein Blutschwämmchen, einmal diagnostiziert, aus Sicherheitsgründen gucken wir 6 Monate später nochmal drauf, dass wir wirklich richtig lagen und es wirklich nicht gewachsen ist. Denn alles, was nicht wächst, das muss uns in der Regel keine Sorgen machen. Und das Zweite ist eine weitere Erkrankung, die auch auftreten kann in der Leber, so eine genannte noduläre Hyperplasie, schon ein bisschen spezieller, auch bei Frauen häufig. Auch dann lassen wir die Pille weg. Also Sie sehen eine gewisse Empfängnis dafür. Aber im Großen und Ganzen kann man es behandeln. Aber ein Adenom, das wächst, und ein Adenom beim Mann. Das ist der späteste Zeitpunkt, wo ich Herrn Professor Fichtner-Feigl anrufe und er dann direkt übernimmt. So ist es. Also das ist wahrlich eine sehr, sehr schwierige Diagnosestellung des Leberadenoms. In der Häufigkeit tritt es auf, auch unter Einnahme von Kontrazeptiva. Und was wir in der Chirurgie dann häufig sehen, die wir operieren müssen, sind eher bei den etwas, kräftigeren jungen Damen mit BMI über 30, 35. Also da sieht man das am häufigsten. Wir würden es initial nicht operieren, solange nicht eine Größenprogredienz da ist, also sagen, die Größe nicht zunimmt. Und solange es nicht eine sogenannte Adenomatose ist, wenn sehr, sehr viele dieser Adenome da sind. Wenn es ein einzelnes ist, das klein ist, das vielleicht unter Wegnahme der Pille auch noch kleiner wird, dann müssen wir das nicht operieren, sondern lediglich kontrollieren. Was wir glücklicherweise jetzt zur Verfügung haben, und da sind wir hier auch gesegnet, unser Institut für Röntgendiagnostik, also das Institut von Herrn Professor Langer, hat Kernspintomographie-Geräte, die wirklich auch bei den Leberadenomen mittlerweile extrem präzise in der Vorhersage sind. Und so dass uns das die Entscheidung zur Operation oder nicht erleichtert. Denn wir Chirurgen operieren gerne. Aber wenn es nicht sein muss, dann ist es natürlich auch uns am liebsten und für die Patienten am besten. Und das ist bei den Leberadenomen immer eine schwierige Entscheidung, aber die machen wir uns nicht einfach. Aber es gibt Kriterien, also die Vielzahl und die Größenzunahme der Leberadenome ist wichtig. Und wenn es wirklich unklar ist, dann kann man auch eine Gewebeprobe aus diesen Knoten in der Leber nehmen und den Pathologen fragen, was ist es denn genau, oder ist es wirklich schon gefährlich oder kann man erst mal warten? Die erste Frage kann ich schon mal wiederholen, die war, ob man nicht einfach bei einer Speiseröhrenblutung koagulieren soll. Das geht leider nicht. Das sind die ganz dünnen Gefäße, die würden weiter aufreißen, es würde weiter bluten. Das ist leider keine Option. Dann wollte ich fragen, wir haben Hepatitis A, B, C, D und E. Können Sie was dazu sagen? Ganz kurz aus Zeitgründen, B und C sind diejenigen, die uns Sorgen machen, weil sie in der Regel chronisch werden. Die A halt praktisch immer aus, ganz selten mal fulminant, aber immer aus. Die Hepatitis D spielt nur eine Rolle, wenn man auch eine B hat, dann schwer zu behandeln. Die Hepatitis E, da hat sich was geändert.
Erstens, die Hepatitis E sehen wir sehr, sehr häufig. Früher haben wir gesagt, eine seltene Erkrankung, heutzutage ganz, ganz häufig, Patient, unklare Leberwerterhöhung, es ist die Hepatitis E. Sie wird häufig zum Beispiel Schweineprodukte in der Fleischerei anderswo übertragen. Ein besonderer Genotyp, wir haben in Freiburg also pro Monat 3 bis 5 Hepatitis E-Fälle, würde ich zurzeit schätzen. Also häufige Erkrankung, kann ganz, ganz, ganz selten chronisch werden, aber nur, wenn man eine Immunsuppression noch hat. Also haben wir im Großen und Ganzen alles im Griff. Die chronische kann man dann auch noch gut therapieren. Und dann kann man davon ausgehen, 2 Gramm pro Körpergewicht mit dem Alkohol. 2 Gramm Alkohol wird abgebaut pro Körpergewicht. Also wenn einer auf 70 Kilo wiegt, kann er aber 14 Gramm Alkohol trinken, der wird abgebaut. Das ist so eine ganz gute, ist ja noch bei Männern sogar noch ein bisschen höher, man sagt ja sogar bis 24 Gramm. Also ich würde jetzt nicht so eine genaue Rechnung machen, aber prinzipiell ist das, kann man das so sagen. Wann geht die Leber unter, wenn man täglich Schmerzmittel nimmt, über Jahre hinaus? Ist ein Risiko. Also sind auch die Nieren eher von betroffen, auch andere Organe. Aber natürlich, Medikamente können chronischen Leberschaden bis zur Zirrhose machen. Also die Frage war, dass die Leber praktisch nur die Antibiotika erst gefährlich werden und Leber hochgeht, wenn man sie absetzt. Dann wäre das ja ein gutes Argument, sie fortzusetzen. Das ist nicht so. Also das später kommt. Das kann sein. Das ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich richtig. Ab und zu, also aber nicht häufig. Also sehr häufig ist es schon, wenn man sie nimmt. Deshalb setzen wir auch gleich an und um. Aber es ist so und es macht schwer, wenn nämlich der Leberschaden erst 3 Wochen oder 4 Wochen nach der Antibiotikatherapie kommt, ist es schwer, das zu wissen. Und was macht man dann? Ich meine, wie soll man sich da verhalten? Wenn man erhöhte Leberwerte hat, muss man reagieren. Das heißt, man wird Verlauf kontrollieren, aber viel mehr können wir auch nicht machen. Es gibt kein Wundermedikament. Punkto Ernährung, tierische Fette meiden. Genau, gesunde Ernährung mit dem Arzt besprechen. Der wird die anderen Medikamente angucken und damit ist es dann in der Regel im Griff zu bekommen. Ich glaube, ich kriege so Signale, dass wir wahrscheinlich... Eine Frage würde ich noch gern beantworten, weil die, glaube ich, auch zumindest hinten im Kopf viele haben. Trinke täglich 2 Glas Rotwein. Wie regeneriere ich am besten meine Leber? Wenn es nicht die Größe des Glases auf dem Bild von Herrn Timme, sondern ein ganz normales Gläschen Rotwein, gut aus der Gegend, dann regeneriert sich die Leber sehr wohl. Dann sind 2 kleine Gläschen Rotwein sind erlaubt und das wird die Leber gut verkraften. Und das ist die perfekte Überleitung, dass draußen ja ein wenig Alkohol noch auf Sie wartet. Wir stehen auch noch für weitere Fragen, bestimmt für ein paar Minuten gerne zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind. Applaus